Also platonische Körper heißen sie, weil sie Platon schon beschrieben hat. Das heißt, sie sind 2500, 2300 Jahre schon bekannt. Aber es gibt auch Hinweise drauf, ein Museum, wo sie ungefähr 10.000 Jahre alt sind. Nicht alle, aber ein paar. Es sind die Grundformen oder die Grundstrukturen des Raumes. Und es sind genau 5 Stück. Ich habe vorhin über die Zahlen gesprochen und über Parkettierung, also die Flächendeckung. Ich kann mit dem Dreieck was machen, ich kann mit dem Quadrat was machen, mit dem Fünfeck kann ich nichts machen, mit dem Sechseck kann ich was machen. Und dann hast du nach der 8 gefragt, 7 hatten wir schon gesagt, geht gar nicht. Mit der 8 geht, aber dann muss ich ein bisschen tricksen. Also mit der 8 alleine kann ich keine Fläche ausfüllen, weil die zu groß ist, da muss ich immer Quadrate einsetzen. Und das gleiche Spiel kann man mit dem Raum machen. Also welche gleichen Flächen kann ich nehmen, um sie in den Raum zu bringen? Wenn du, nehmen wir an, du baust einen Faschingshut oder einen Kegel, dann schneidest du einen Kreis aus und schneidest so einen Keil rein und dann klebst du das zusammen und dann entsteht ein Trichter. Das nennen wir einfach mal Raumecke. Ja? Jetzt gucken wir, welche geometrischen Strukturen brauche ich, um eine Raumecke zu machen. Ein Zweieck gibt es nicht, aber es gibt ein Dreieck. Zwei Dreiecke kann ich nur so zusammenklappen, ergibt keine Raumecke. Aber drei Dreiecke kann ich zusammenklappen und dann komme ich zu einer Raumecke. Also drei gleichseitige Dreiecke kommen zusammen in dieser Spitze. Das ist der Tetraeder in der Endform. Also die ganzen Körper bestehen immer aus Zahlwort und Eder heißt Fläche. Also Tetra heißt 4 und Eder Fläche. Das ist der Vierflächner. Und da kommen an jeder Ecke drei Dreiecke in einer Spitze zusammen. Ich kann das auch probieren mit 4 Dreiecken. Also wenn ich 4 Dreiecke zusammenbringe, sieht das so aus. Dann komme ich bei der Pyramidenspitze raus. Es sind alles gleichseitige Dreiecke. Das sieht man am Winkel, der ist wieder der gleiche. Aber es sind halt 4, die hier zusammenkommen. Und das auf jeder Seite. Und dann komme ich beim Oktaeder an. Okta heißt 8 und Eder Fläche, also der 8-Flächner. 4 hier oben, 4 hier unten, macht 8. Und wir können auch 5 Dreiecke zusammenbringen. Dann kommen wir bei dem hier raus, der heißt Icosaeder. Und Icosa heißt 20-Flächner, also oder 20, Icosaeder ist dann der 20-Flächner. Es kommen 5 Dreiecke in einer Spitze zusammen. Und das auf jeder Seite. Ja? 6 gleichseitige Dreiecke ergeben aber ein Sechseck. Da ist keine Lücke mehr, also da schließt sich die Fläche sozusagen und es gibt keine Lücke mehr, ich kann es nicht in den Raum rausbringen. Deswegen gibt es mit Dreiecken, mit gleichseitigen Dreiecken, nur diese drei Körper, die möglich sind. 3, 4 und 5. 6 ist dann vorbei. Das nächste wäre das Quadrat, mit dem ich spielen kann. Und da kann ich 3 Quadrate hinlegen, eins hier und eins hier, das ist so L-förmig sozusagen. Und das vierte Quadrat ist die Lücke und das kann ich zusammenklappen und dann komme ich in den Raum hinaus. Wenn ich dann diesen Körper nehme, das ist genau die Raumecke, da kommen 3 Quadrate zusammen im Würfel. Wir sagen Würfel, weil die meisten ihn kennen, aber in unserer Bezeichnungsreihe wäre es der Hexaeder, der Sechsflächner. Ja, das ist der Würfel. Aber 4 Quadrate ergeben ein großes Quadrat. Da ist keine Lücke mehr übrig, das kann ich nicht in den Raum hinausfalten. Ja, das funktioniert nicht. Also, das ist der 6-Flächner, der einzige, der möglich ist. Und dann haben wir noch das Fünfeck. Das Fünfeck, hatte ich gesagt, in der Fläche geht gar nicht. Also, wenn du 3 Fünfecke hinlegst, bleibt eine kleine Lücke übrig. Die kannst du nicht füllen, da gibt es kein Dreieck passt hinein, kein Quadrat oder so passt nicht hinein. Aber bei sowas funktioniert das? Ja, du kannst diese Lücke nehmen, zusammenkleben und dann kommst du in den Raum. Und hier hast du dann 3 Fünfecke, die zusammenkommen. Das ist ein ganz kleiner Fehler sozusagen, der da entsteht. Der Winkel ist 108 Grad, mal 3 sind also 324 Grad. Und dann bleibt etwas übrig zu den 360 und diesen Winkel, diesen Rest kannst du nehmen, um das zusammenzukleben und kommst dann bei dem Körper raus. Also es ist auch faszinierend, die Zahl hat irgendeine Eigenschaft und plötzlich formt die im Raum einen Körper. Und das nennt sich Dodekaeder, der 12-Flächner. Ist eine interessante Kombination, weil die 12 und die 5 eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber 12 Fünfecke ergeben also diesen Körper. Und das sind dann die einzigen, die möglich sind von den platonischen Körpern.
Das Sechseck schließt die Fläche, Achteck müssen wir schon tricksen und. Es geht nicht weiter. Man sagt in der Mathematik, die platonischen Körper haben drei Eigenschaften. Sie bestehen aus einer Kantenlänge, haben einen Winkel und haben eine Fläche. Also ich kann einen Körper bauen zum Beispiel aus einem Parallelogramm, so eine Diamantform. So. Daraus kann ich einen Körper bauen. Aber das ist, da habe ich halt einen stumpfen Winkel und einen spitzen Winkel. Da wäre die Regel nicht erfüllt. Und da kommen ganz komische Körper raus. Es müssen alle drei Regeln erfüllt sein. Gleiche Kantenlänge, gleicher Winkel und gleiche Fläche. Und dann kommen nur diese fünf Körper raus. Und dann fängt es an, interessant zu werden. Die sind jetzt ja mathematisch erstmal logisch, aber die haben auch Verwandtschaftsbeziehungen untereinander. Die sind polar zueinander. Ich erkläre jetzt nicht alles, das ist recht komplex, aber vielleicht zwei Sachen, die ganz interessant sind. Wir haben über den goldenen Schnitt gesprochen und ich hatte gesagt, die 5-Zahl hat was mit dem goldenen Schnitt zu tun. Wenn du den Körper anschaust, siehst du diese Kante und diese Kante, also diese zwei. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten eine Verbindungslinie hier zwischen den beiden Punkten, also die meine Finger sozusagen verbindet zu einem Rechteck, das ist ein goldenes Rechteck. Da ist der Abstand von oben nach unten ist die kurze Strecke und von links nach rechts ist die lange Strecke. Die lange Strecke. Die ist immer so. Ja. Man kann auch hier den Circle mal anwenden. Also ich hoffe, er gibt das her. Das ist die kurze Strecke. Siehst du das? Ja, genau. Und meinetwegen hier ist dann die lange Strecke. Ja, funktioniert ja. Genau. Ja, passt perfekt. Passt perfekt. Und dieser Körper hat auch wieder was mit dem Würfel zu tun. Also ich habe dir das an dem goldenen Rechteck gezeigt, mit den beiden Kanten. Dann siehst du eine Kante hier und eine Kante hier. Und der ließe sich also in einen Würfel hineinschieben. Auch wenn du sagst, der Zahl 5 hat doch eigentlich nichts mit dem Quadrat oder dem Würfel zu tun. Der hat was mit dem Würfel zu tun. Das gleiche mit dem Dodekaeder. Ganz kurz noch zum Schluss, wenn ich die Eckpunkte nehme, dann siehst du auch, dass es ein Quadrat ist. Ja, kippt man es rum, einmal noch ein Quadrat. Und dann kann man sehen, wie hier drinnen ein Würfel drinnen steckt. Und außen aber auch, weil wir dann die Kante haben und so weiter. Also die haben spannend nochmal ein weites Feld auf in der Geometrie. Ja, das war schon bei Platon. In der alten Philosophie hat man in Feuer, Erde, Wasser, Luft gerechnet und Äther oder Kosmos, die Lebensenergie. Auch in unserer Sprache die Quintessenz ist die Quinta Essentia, die fünfte Essenz, ist immer das Verbindende oder die Lebensenergie. Ja, und deswegen sind es fünf, also es gibt fünf Körper und wir haben die fünf Elemente. Was liegt näher, als zu gucken, ob die sich verbinden? Und da ist es halt so, dass die Körper eben in sich eigene Eigenschaften haben und wirklich zu den Elementen passen. Von all denen hier ist das der Körper mit den spitzesten Ecken. Und dass der strahlt so ein bisschen aus und ist also vielleicht am nächsten am Feuer. Ja, deswegen habe ich ihn auch in Rot gebaut. Da wird immer gesagt, dass der dem Feuerelement entspricht. Das Lagerfeuer, aber auch die Spitze der Flammen und die Schärfe, die Strahlkraft und so weiter. Das ist das Feuerelement. Und der Würfel, der steht. Und das ist Erde. Stabil, aufrecht und so. Und dieser Körper, der Oktaeder, wenn ich den so halte oder hinlege, manchmal, wenn man den dreht, sieht man, dass sieht da so aus wie eine Boje, die gestrandet ist. Ja, der liegt nicht, also das gefällt ihm nicht. Das ist seine Lage. Der möchte eigentlich aufrecht sein. Ja, ich könnte den jetzt hier so reinsetzen. Da ist er harmonischer, als wenn er so liegt. Dann gibt es Punkte, irgendwie stimmt es nicht. Das ist das Luftelement. Also für die Raumrichtungen, der schwebt frei im Raum, könnte man sagen. Das ist sein Element, wo er hingehört. Und der Icosaeder, blau, sieht man schon, ist Wasserelement. Er ist sehr nah an der Kugelform. Der Dodekaeder ist noch näher dran. Das ist der am besten an der Kugelform ist. Aber er hat also die Kugelform nahe dran, wie der Wassertropfen oder die Kristallstruktur von der Schneeflocke. Es gibt eine Ansicht, wo er sechseckig ist sozusagen. Also der wird immer dem Wasserelement zugeordnet. Wenn du ihn anschaust,
Da siehst du es vielleicht so ein bisschen. Dann sieht man Sechsecke. Ja. Und das ist dann eben die fünfte Essenz, das die Lebensenergie oder der Kosmos, Äther. Wir haben einmal die Zahl 5, Blumen, Pflanzen, der Mensch, der goldene Schnitt ist alles drin und die 12 als tragendes Element außen herum, die 12 Tierkreiszeichen, die 12 Monate, die 12 Apostel und 12 Stunden und so weiter. Das kombiniert sich alles und das steht dann außen herum, um dem ganzen Kanon sozusagen eine abgeschlossene Form zu geben. Und das sind die Elemente, die diesen Körpern zugeordnet sind. Und jetzt könnte man in die Kristallographie zum Beispiel reingehen. Also die meisten Kristalle bauen auf einer Würfelstruktur oder Abwandlungen davon. Also ich habe Kristalle, die sind würfelförmig oder oktaederförmig oder tetraederförmig oder so. Bei denen wird es ein bisschen schwierig. Die findet man nicht so leicht in der Kristallwelt. Da gibt es, sagen wir, Abwandlungen, aber sogenannte Quasikristalle oder der Pyrit versucht das manchmal, aber der schafft das nicht perfekt. Das hängt wieder mit der Flächendeckung zusammen. Also dieses Flächendeckungsproblem ist das gleiche Problem, wie kann ich die Atome anordnen, also als Kugeln oder Kullern gedacht sozusagen. Mit dem Fünfeck kriegst du keine Fläche hin. Und deswegen können sich die Atome jetzt kugelförmig gedacht auch ganz schwer anordnen in Form in einer fünfeckigen Struktur. Und deswegen findet man die nicht in der Kristallwelt. Aber zum Beispiel Radiolarien oder bestimmte Viren, die sind ikosaederförmig gebaut. Da findet man das wieder. Also der Formenreichtum der Natur ist sehr, sehr weit und aber immer wieder auf die Geometrie zurückgehend.